In diesem Video geht es um ein Wikingergrab, Stellplatznot und Engpässe, Eisefisch und Fischbrötchen und natürlich gute Aussichten. Nicht jedoch ein paar bußige Allegorien. Wenn man gute Reiseführerin hat, dann kommt man auch an Orte, die man sonst nicht so leicht findet. Und hier sind wir zwar an einem Ort, und zwar von den Wikingern. Die Geschichte hat die Ursi ausgegraben und auch die Stelle gefunden. Ich bin nur hergefahren und deswegen erzählt euch auch die Ursi am besten die Geschichte. Ja, also Norwegen, Wikingerland. Und da muss man natürlich schon mal schauen, wo die Wikinger überhaupt gelebt haben. Und das haben wir hier gefunden in Haraldshaugen. Das liegt in Haugesund, ja, oder so ähnlich. Ja. Haugesund ist eine kleine Stadt auf einer Insel Richtung Bergen und die ist von Fischreichtum geprägt. Wir haben natürlich gleich unser Glück versucht, um frischen Fisch zu kaufen, aber wie wir gekommen sind, war er ausverkauft. Ja, also auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Haraldshaugen und dieser Wikingerkönig, der hieß Harald, Harald der Schönhaar, also auf jeden Fall hat der, einen Moment, muss ich spiegeln, im 9. Jahrhundert, 872 ganz genau, 29 Klein-Wikinger-Könige besiegt und hat Norwegen geeint. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Jawohl. Es ist hier sein Grabhügel mit dem Obelisken. Ja? Der ist, glaube ich, 17 Meter hoch. Wenn ich das jetzt noch mal richtig in Erinnerung habe. Ja. Und diese Steine ringsrum, das symbolisiert diese 29 Norweger Könige. Ja, die Regionen. Und jetzt ist Norwegen im vereint. Und da hinten sieht man vielleicht ein Kreuz. Das ist der zentrale Sinkplatz, hast du gesagt? Ja? Jawohl. Und das war ja zu Wikingerzeit der Platz, wo sich die Bevölkerung und die Herrscher und halt alle getroffen haben, um da Gerichtsbarkeiten abzuhalten, Beschlüsse zu fassen und allgemein über das Leben damals zu sprechen. Genau. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Ja, jetzt gehen wir hin. Ja, und wenn der Ton eventuell ein bisschen knarzig ist, es windet hier extrem. Ja, aber unsere Mikros halten das aus. Ich bin überzeugt davon, der Ton ist gut. Okay, das werden wir merken. Jetzt schauen wir es uns auf jeden Fall mal an. Und wie ihr seht, wir sind kurzärmlich. Wir haben hier nämlich knapp über 20 Grad. Es ist irre, was wir, seit wir hier sind, schönes Wetter haben. Ja, ja. Hoffentlich bleibt so. Wollte ich gerade sagen. Im Moment alles bestens. So, da ist auch der Wohnmobilstellplatz direkt davor. Da haben wir allerdings nicht übernachtet. Wir sind auf der anderen Seite gewesen und haben an einer Marina geschlafen. So, und die Ursi besucht gerade in Harald. Mal ein bisschen in die Gärten schauen von den Norwegern und eins haben wir festgestellt, die sind alle sehr, sehr gepflegt, wenn sie bewohnt sind. Ja, ich habe noch nichts Ungepflegtes gesehen. Ja, da wo Leerstand gewesen ist, die sind teilweise wirklich verfallen gewesen, ja. Da gab es einiges, aber da wo bewohnt ist, das ist alles sehr gepflegt. Hier waren schon die alten Wikinger gestanden. Jose? So heißt's, ja. Und
Monat sind wir da. Das ist der Fjord bei Haugesund und da geht es jetzt raus ins Meer. Deswegen muss man, wenn man auf der anderen Seite ist, von dem Fjord immer über die Brücke drüber fahren. Und die ist gebührenpflichtig, aber mit 1,70 Euro bezahlbar. Das würde ich aber auch sagen, ja. Das ist hier jetzt der Thingplatz. Ja. Als Denkmal machten wir uns direkt auf den Weg Richtung Bergen. Diese knapp 140 Kilometer werden auch durch imposante Brücken und natürlich auch durch eine Fährüberfahrt überwunden. Die unterschiedlichen Strecken in Norwegen sind immer wieder mautpflichtig, teils bei den Brücken, teils die Straße, teils die Tunnels und natürlich auch die Autofähren. Wir bekommen diese Autofähren rabattiert, weil wir bei autopassferry.no einen gewissen Betrag vorher einbezahlt haben. Darüber berichten wir aber in einem anderen Video. Trotz zwei Navigationsgeräte, die ich bei der Navigation einsetze, kommt es immer wieder vor, dass man eine Straße verfehlt und sich dann verfährt. Aber das lässt sich ja mit einer Wendung in der Regel immer ganz gut ausgleichen, wie auch hier in Bergen. Bergen ist die Wohnmobilstellplatzsituation etwas komplizierter und nicht ganz so komfortabel wie im Rest des Landes. Dennoch bekamen wir einen Tipp über Park4Night und diese Stelle steuerten wir natürlich durch die Innenstadt an. Dieser Tipp hat leider nicht geklappt. Wie wir dann die weitere Stellplatzsuche in Bergen bewältigt haben, das zeigen wir euch später noch im Video. Wenn ihr dies nicht mehr seht, dann glaubt ihr nicht, wo wir stehen. Das hat wahrscheinlich noch keiner von euch erlebt. So ein Wetter und ich bin jetzt so am Überlegen, ob ich wirklich eine Jacke anziehen soll oder nicht. Die Sonne ist so warm, aber ich glaube, jetzt ziehen wir sie doch noch an, solange wir jetzt noch zum Hafen fahren wollen. Wir stehen Anfang September in Bergen, der regenreichsten Stadt Europas. Und hier ist strahlender Sonnenschein. Und richtig warm, richtig warm. Wir haben so ein Glück, gell? Also echt wahr. Ja, also wir haben jetzt immer wegen die Wetterdaten verfolgt. Wie heißt das wieder, wo der Wasser vom Himmel fällt? Wo Wasser vom Himmel fällt? Regen. Ach so. Ja, also wir haben überall gesehen, dass in Stavanger geregnet hat und überall regnet es. Ja. Wir haben seit April keinen Regen mehr gesehen, weder in Deutschland noch in Norwegen. Ja, und jetzt kommen wir hier nach Bergen her und strahlen der Sonnenschein. Da müssen wir natürlich reinfahren und wir essen heute. Wenn es klappt. Ein Fischbrötchen. Genau. Und die Trolle, in Norwegen gibt es ja Trolle, die sind hier ganz schön uns heftig. Also ich denke, dass die mit dem Wetter auch ein bisschen Einfluss nehmen, aber die machen auch ganz schön den Schabernack mit uns. Mit uns? Mit dem Helle machen wir sie Schabernack. Ich mit uns. Schon dreimal den Schlüssel, einmal haben wir vergessen abzuspannen und da war der Schlüssel in Stavanger im Auto gehangen. Und jetzt habe ich schon zweimal vergeblich meinen Schlüssel gesucht, bis ich feststelle, dass ich den in den Kofferraum, nicht ich, die Trolle haben den hier aus der Tasche gezogen und in den Kofferraum gelegt. In die Garage meinst du, ja? Also, in die Garage. Also wir haben schon ganz schöne Erlebnisse hier in Norwegisch, ja? Ja, also fürchterlich. Und ich denke, Helles Troll braucht unbedingt einen Gefährte. Und deshalb werden wir uns irgendwo noch einen
Troll zulegen. Ja, so, und dann ist noch ganz zum Schluss, und da zeigen wir euch jetzt die ersten Bilder, bevor wir jetzt mit dem Fahrrad in den Fischmarkt fahren. In Bergen zu bergen, das war gar nicht einfach mit dem Wohnmobil. Das war eine Odyssee, aber die seht ihr jetzt, während wir jetzt dann reinfahren. Schaut es euch an und dann am Fischmarkt melden wir uns wieder. Ja, und ich kann euch das sagen, wir stehen hier mitten in Bergen auf einem, naja, auf einem Stellplatz oder Parkplatz, mitten in der Stadt. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie ruhig das ist, obwohl heute Nacht war es sehr ruhig. Ja. Also ich bin nur einmal aufgewacht, weil es irgendwo gekleppert hat, aber das ist halt in der Stadt. Es ist kein Platz zum Urlaub machen, aber um die Stadt zu besichtigen. Genau, und das seht ihr jetzt. Und wir melden uns vom Fischmarkt. Und übrigens kostet der, wenn man es über Easy Park bezahlt, 20 Euro. 18. Und am, ja. Nein, am Automat 18. Okay. So hast du gesagt zu ja. mir. Mhm. Also. Ja. Diese Allee sollte die erste Stellplatzoption sein. Wir drehten unser Fahrzeug herum und schauten nochmal in Ruhe, ob wir eine kleine Lücke finden können. Die perfekte Parklücke war da, wenn dieses kleine Fahrzeug etwas vor oder etwas zurückgefahren wäre. Wir wollten uns ein paar Minuten Zeit nehmen und abwarten, vielleicht kommt ja der Eigentümer von dem Fahrzeug und fährt weg. Unser Optimismus wurde nicht belohnt, so drehten wir eine Runde und wollten uns umschauen, ob vielleicht in dieser Gegend noch ein anderer Stellplatz frei ist. Hier kann man erkennen, wie steil Bergen tatsächlich ist. Es geht wirklich steil den Berg hinab. Ja, und Bergen ist nicht nur steil, sondern auch eng. Wenn einem da in der Kurve ein Bus entgegenkommt, dann wird es schon mal schwierig für beide Parteien. Nachdem die Hoffnung ja zuletzt stirbt, fuhren wir nochmals zurück zu der Allee, sahen auch einen kleinen Parkplatz, allerdings stellte der sich als knapp zu kurz vor, außerdem war es ziemlich schräg und wir fuhren wieder weiter. Vom Optimismus getrieben haben wir versucht, eine Stellplatzoption am Hafen zu finden. Und siehe da, da ist wirklich ein schöner Stellplatz. Allerdings für die Übernachtung ungeeignet, nur für einige Stunden zugelassen. Also heißt es weiterfahren, nächste Option ansteuern. Hinter dieser kleinen Einfahrt soll eine Parklücke sein. Nee, das wollten wir nicht glauben. Und da reinfahren, das trauten wir uns auch nicht. Also ging es weiter. Noch eine Option gefunden, wiederum im Hafenbereich. Allerdings auch wieder nur für ein paar Stunden. Und an anderer Stelle dann für Wohnmobile verboten. Mittlerweile waren wir beide sehr frustriert, insbesondere ich natürlich. Und aufgeben gehört eigentlich nicht zu unserem Repertoire,
aber wir standen sehr kurz davor und wollten auf die Stadtbesichtigung in Bern verzichten. Jetzt fuhren wir noch eine letzte Option an, die wir schon von der Hauptstraße aus gesehen haben. Aber das sah alles sehr provisorisch und sehr schräg aus. Mal sehen, ob wir hier vielleicht einen Platz finden. Und siehe da, so schräg war es gar nicht. Einen Keil untergelegt und wir standen fast eben. Das sollte unser Stellplatz sein, von dem können wir morgen die Stadt erkunden. So, Bergen ist eine alte Hansestadt und das sieht man auch an den Häusern, die alle so hanseatisch ein bisschen gehalten sind. Ich glaube, das war die nördlichste Hansestadt. Ja, das kann sein, ja. Und sieht wunderschön aus. Also jetzt sind wir direkt am Fischmarkt und da schauen wir jetzt mal, was der Fischmarkt so an Fisch zu bieten hat. Genau. In die andere Richtung kann man euch noch nichts zeigen, denn die schaut alles in die Sonne rein. Aber wir sind noch länger in Bergen. Probier's doch einfach, mach mal einen Schwenk. Und wenn es nichts ist? Ich schwenke mal, aber das ist mehr Sonne. Ja, Bergen ist halt doch mehr auf Regen eingestellt. So, ganz überraschend gibt es in Norwegen auch Fisch zu essen. Aber es ist nicht so einfach, Fischbrötchen zu bekommen. Also so, wie wir das halt einfach gewohnt sind. Ja, ja, und Matthias gibt schon gar nicht. Es gibt Lachs, aber ich bin mir äußerst sicher, dass es kein Lachs als Wildfang ist, sondern dass das Zuchtlachs ist. Das ist schon möglich. Ich weiß gar nicht, ob es hier Wildlachs überhaupt gibt, aber ist egal. Wir lassen uns das schmecken. Wir lassen uns das jetzt schmecken, und natürlich. Und helles Tag ist gerettet. Jawohl. Wir haben ein Fischbrötchen und ich habe sogar das größere genommen. Und das ist also nicht nur Lachs, sondern auch noch mit Ei. Also ja, und ich hole mir noch eins, wenn es schmeckt. So, weil es so lecker war, gibt es für den Helle noch mal eins, denn er ist ja auch hungrig. Aber er muss ganz schnell dabei essen, weil hier kommen schon die welche, ersten Mögen, die da drauf lauern. Ja. Und du hast sie schon angefüttert. Mir ist vorhin ein Stückchen runtergefallen und schwuppsdiwupps war die da, keine Ahnung. Und jetzt zum Filmen habe ich ihr halt noch mal ein bisschen was gegeben. Und ich darf jetzt darf sie zugucken, jetzt kriegt sie nichts mehr. Und ich muss um meine Beute kämpfen. Ja, schau mal. Sei mal, die ist immer noch da und lauert. Also wir haben jetzt gut gefrühstückt und ich würde sagen, also preislich in Ordnung, ungefähr so wie ein 5-Sterne-Hotel. Ja, nur dass es da etwas vielfältiger ist. Ja.
aber geschmeckt hat es trotzdem. Was sein muss, muss sein. Ich schätze mal, das Ganze hat gekostet um die 45 Euro sowas, oder? 40 Euro kriege ich in einem 5-Sterne-Hotel auch was, aber nicht am Hafen von Bergen. Nein, natürlich nicht. Und da muss man einfach durch. Das ist halt einfach so. Genau, und jetzt können wir uns das nächste, nämlich die Auffahrt auf den Berg. Ja, auf den Hausberg von Bergen. Auf den Berg von Bergen. Und dann schauen wir auf Bergen. Ja. Also allein dieser fantastische Ausblick ist eine Fahrt hoch wert, Ussi, oder? Auf jeden Fall. Wir kommen den Nordkap näher, Ussi. Jo, da geht's weiter. Da sind wir jetzt vor Marienkirchen. Ja, aus dem, ich glaube, 12. Jahrhundert. 12. Jahrhundert, und es ist von den Kaufleuten eingerichtet worden und irgendeine barbusige Figur ist da drinnen. Aber wegen einer barbusigen Holzfigur zahlen wir keine 6 Euro Eintritt. Unser Budget haben wir aufgegessen. Und am Berg verfahren. Ja, also wer die Kirche von innen sehen möchte, muss selber herkommen. Also in dem Sinn fahren wir jetzt wieder zu unserem Gustl. Ja, genau. Und dann geht schon gleich wieder der Abschied von Bergen los. Mhm. Bei dem schönen Wetter fährt man gar nicht gern weg. Also wir täten euch gerne wegen Wetter da lassen, aber wenn ihr das nächste Mal kommt, wird es wahrscheinlich regnen. Du, sei doch nicht so. Nein, ihr habt alle auch wunderschönes Wetter, wenn ihr auch herkommt. Na klar, dann viel Spaß im Regen. Sehr wüst, ne? Schadenfreude nennt man sowas. Ja, schön war es bei Sonnenschein. Ja, aber wir fahren ja jetzt wieder weiter. Denn wir haben ja noch eine Mission. Die Mission heißt Nordkap. Und wer weiß, wie uns da der Wettergott heute ist. Jawohl, mal schauen, der rächt sich dann bei uns mit Nebel für und dreckig wird. Seine Schadenfreude, ganz genau. So ist. Also, jetzt fahren wir mit unseren Rädern wieder zum Gustl. Ja. Also, tschüss Bergen im Sonnenschein, oder? Ja, war richtig schön, hat uns gut gefallen. Also
dir. Ja, auch, gell? Sehr gut, hat's mir gefallen. Ja, war richtig toll. Also, was wir noch sagen wollten, in Bergen ist der Edvard Grieg geboren und auch gestorben. Das war ein Komponist. Und zwar hat er recht bekannte Melodien geschrieben, beziehungsweise sogar eine Oper. Und vorsingen können wir es nicht, vorsummen können wir es auch nicht. Müsst ihr euch auf YouTube selber umschauen. Ja, wir können es euch leider nicht einspielen, denn sonst wird uns vermutlich das Video wieder gesperrt. Ja, genau. Aber er hatte ganz tolle Musik geschrieben und der eine oder andere von euch kennt vielleicht das Schauspiel von Ibsen, der Peer Gynt heißt der, glaube ich, gell? Peer Gynt, ja. Gynt. Ohne mit L, G, mit Y. Oder Günd, ja, genau. Auf jeden Fall eine wunderschöne Musik. So, und jetzt eben, Bergen liegt hinter uns. Das waren meine Tunnelen. Tunnelen, ja, was es hier enorm viele gibt. Und wir fahren wieder ein Stückchen dem Nordkap entgegen. Genau, und die Uschi hat schon einen neuen Plan ausgearbeitet. Wir fahren nämlich als nächstes nach Helle Sylt. Jawohl. Dann kommen die Trollstigen. Na, zuerst fahren wir ja dann mit der Fähre nach Geiranger. Ja, genau. Mit der Fähre den Fjord entlang. Und dann in Geiranger geht es dann ab zu den Trollstigen. Jawohl, und dann geht es nur um die Ecke rum zu den Lofoten und dann sind wir auch schon beim Nordkap. Ja, Helle sollte sich öfters mal die Karte anschauen. Obwohl so. Der Wegweiser da oben, wo wir ja auf dem Berg oben waren, mit der Standseilbahn, wieso heißt da die Standseilbahn? Ja. Wieso heißt das so? Ja, weil sie am Boden steht und am Seil hängt. Wird die dann da hochgezogen? Ja. Okay. Also als wir ja mit der Standseilbahn da oben waren, war ja ein Schild. Nordkap 1500 noch was Kilometer. Aber vermutlich Luftlinie, oder? Ja, ich vermute es. Ja. Weil so wie du redest, sind es ja noch viel mehr zu fahren. Ja, zumal wir noch über die Lofoten wollen. Eben. Okay, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Fahrt. Genau, und schauen wir mal wieder nach dem Verkehr. Aber es ist ganz gut hier zu fahren, gell? Ja, und es war auch ganz cool, als wir den Übernachtungsplatz, den wir dann doch noch gefunden haben, der war dann ganz okay. Und wir waren jetzt eigentlich gut gestanden in Bergen, waren mit dem Fahrrad ruckzuck in der Innenstadt. Ja, wir waren ja im Prinzip schon mitten in der Stadt. Und es wäre schade gewesen, wenn wir Bergen nicht angefahren wären. Und vor allem nicht geblieben wären, weil ich war schon kurz davor aufzugeben. Ja, also einfach ist natürlich nicht. Bergen ist eine Großstadt und mit unserem großen Gustl ist es natürlich immer schwierig, einen Platz zu finden. Es ist auch nicht sehr camperfreundlich, die Stadt, das muss man auch sagen. Ja, Kastenwagen haben da weniger Probleme. Und große Schiffe auch. Ja, die haben da auch große Probleme, ja. So, und wir schalten euch jetzt wieder ab, weil wir fahren jetzt weiter. Ja. Wohin die Reise uns führt. Das haben wir ja sehen. Jetzt im Grobe gesagt und jetzt mal schauen, wie es klappt. Weiter geht unsere Reise Richtung Nordkap. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr uns weiterhin begleitet.